Eine Sache vorweg, pack deinen Kaffee nicht in den Kühlschrank. Warum, erklären wir dir in diesem Video. Wie lagere ich Kaffee richtig? Die Sache bei Kaffee ist, er bleibt nicht ewig frisch. Ab dem Zeitpunkt, wo er geröstet wird und aus der Röstmaschine kommt, reagiert er mit Sauerstoff und verliert über kurz oder lang sein Aroma. Bei gemahlenem Kaffee ist es besonders tragisch. Wenn die Packung geöffnet wird, ist das Aroma eigentlich innerhalb von 2-3 Tagen weitestgehend verflogen. Bei ganzen Bohnen hält es sich ein bisschen länger. Aber so oder so ist Sauerstoff mit der größte Feind des Kaffeearomas. Darum ist die Kaffeeverpackung extrem wichtig, denn sie muss den Kaffee nicht nur vor Sauerstoff schützen, sondern auch noch vor 3 weiteren Feinden des Kaffeearomas. Und diese sind Feuchtigkeit, direkte Sonneneinstrahlung und Wärme. Und bei unserer Kaffeeverpackung haben wir auf all diese Sachen geachtet. Sie ist natürlich lichtundurchlässig, sie ist luftdicht und sie hat auf der Rückseite so ein Ventil, durch das kann CO2, was beim Röstvorgang entsteht und in den Kaffeebohnen eingeschlossen ist, entweichen, aber Sauerstoff kann nicht in die Packung eindringen. Okay, und was macht man jetzt, wenn die Kaffeepackung angebrochen wurde und zwangsläufig Sauerstoff an den Kaffee kommt? Also der beste Tipp ist eigentlich, ab diesem Zeitpunkt den Kaffee möglichst schnell zu verbrauchen. Wir empfehlen immer 4 bis 6 Wochen ungefähr. Das ist bei meisten Kaffees der Zeitraum, in dem man das maximale Aroma hat. Und es gibt auch keinen Grund, den Kaffee umzufüllen. Lass den lieber in der Verpackung, in der ist er eigentlich ziemlich gut geschützt. Deine Kaffeepackung lagerst du am besten an einem kühlen, trockenen Ort, wo sie keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und auch keine Heizungswärme, zum Beispiel in deinem Küchenschrank. Und warum sollte man seinen Kaffee jetzt nicht in den Kühlschrank tun, obwohl der ja dunkel und kühl ist? Ja, das liegt daran, dass Kühlschränke noch eine dritte Eigenschaft haben. Sie haben meistens ein bisschen feuchtes Klima und Kaffee nimmt sehr gerne Feuchtigkeit auf und über die Feuchtigkeit auch Fremdaromen. Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt wollt, dass euer Kaffee nach Käse oder Salami schmeckt, dann würde ich empfehlen, ihn eben nicht in den Kühlschrank zu tun. Kleiner Fun Fact, ihr könnt Kaffee einfrieren. Wenn ihr tatsächlich mal ein bisschen zu viel Bohnen übrig habt oder in den Urlaub fahrt, dann nehmt einfach euren Kaffee, packt ihn direkt in den Gefrierschrank und so hält er sich bestimmt 6 bis 12 Monate länger frisch. Wenn ihr ihn dann verwenden wollt, holt ihn einfach einen Tag vorher raus, lasst den langsam auftauen und dann verwendet ihn wie frisch gerösteten Kaffee. Man kann also sagen, Kühlschrank nein, Gefrierschrank ja. Für den optimalen Kaffeegeschmack also am besten ganze Bohnen kaufen, auf die Lagerung achten und wenn ihr den Kaffee verwendet, frisch mahlen. Warum, erkläre ich im nächsten Video. Eine Sache vorweg, pack deinen Kühlschrank nicht in den Kaffee.